Herzlich willkommen zur Produktvorstellung des Patrick Ayo Wingboards. Wir hatten euch das Modell Ayo steht für All-in-One, schon mal in der Größe 6.6 vorgestellt mit 135 Litern. Auch diesen Bericht findet ihr auf der Website. Das ist jetzt sozusagen das richtige Wingboard in der Größe mit 95 Litern. Insgesamt sind 6 Größen zum Wing eben verfügbar, von 35 bis 135 Litern. Und das Konzept ist recht spannend. Ich möchte euch das kurz vorstellen. Den Testbericht lest ihr natürlich dann wieder ausführlich auch auf der Website. Erstmal, was hat es mit dem Board auf sich? Patek ist ja eine Marke, die aus dem Windsurfen kommt. Wer also windsurft von euch, dem wird das vertraut sein. Und das ist insofern wichtig, weil die ganze Konstruktion dieses Boards auch sich sehr stark an Windsurfboards orientiert. Das heißt, wir haben hier ein Full-Carbon-Sandwich-Board. Das heißt, es ist also nicht nur Kern und eine Lage rüber laminiert, sondern eben auch ein PVC-Sandwich dazwischen. Das soll das Ganze eben besonders stabil auch machen. Ob das so ist, das können wir im Test nicht beurteilen, aber es ist zumindest etwas, was sich natürlich auch im Preis dann niederschlägt. 1849 Euro kostet dieses Board und damit ist es natürlich schon im höherpreisigen Segment auf jeden Fall angesiedelt. Was gibt es zum Board zu sagen? Erstmal, es ist relativ dick. Man sieht das hier so von in der Seitenansicht. Also dicke Rails, auch im Heck. Ziemlich voluminös. Der Bug ist hingegen relativ schmal gehalten. Wie sich das auswirkt, ob das ein Nachteil ist, lest ihr natürlich dann auch im Testbericht. Und ansonsten haben wir hier oben sehr, sehr viele Plug-Positionen. Das heißt, ihr habt großen Spielraum von vorne nach hinten, könnt das Board natürlich mit 2 Schlaufen fahren oder mit 3 Schlaufen, wie jetzt hier, und könnt natürlich auch die Position sehr, sehr gut anpassen, auch auf die Foil-Position, dass ihr eben gut ausgetrimmt auch stehen könnt. Wir gucken einmal auf die Unterseite runter. Auch hier gibt es einige interessante Aspekte. Sehr auffällig ist erstmal natürlich diese kleine Mini-Finne hier. Und die hat folgenden Grund, das ist nämlich eine Tragehilfe. Dieses Board hat keinen Griff. Ganz bewusst wurde darauf verzichtet, weil Shaper Patrick Diethelm eben sagt, wenn man hier also einen Griff einbaut, dann ist es letztendlich eine Schwächung der Struktur an der Stelle, die auch nicht so ganz unbedenklich ist, hier direkt vor der Foilbox. Und er sagt, diese kleine Mini-Finne ist diesbezüglich eben unproblematischer. Man kann das Board hier so gut tragen, man muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass ein normaler Griff, wo man richtig reingreifen kann, zum Tragen noch ein bisschen ja, komfortabler eben auch ist. Man sieht hier hinten, das Board hat 2 Finnenkästen oder 2 Finnenboxen, also einmal natürlich die Doppelschiene, die Standardschiene zum Wing, plus eine Foilbox, die eben auch für Windsurf-Foils theoretisch geeignet ist. Es ist kein Board zum Windsurf-Foilen, das an dieser Stelle noch einmal betont. Es hat keine Mastspur, aber es ist eben ein Foil, was man auch im Hinblick auf die Racing-Disziplin, wo ja oft auch Windsurf-Foils verwendet werden, zu verwenden ist, wo dann eben das Foil ein bisschen weiter hinten sitzen würde. Und dementsprechend habt ihr hier also beide Möglichkeiten. Die Doppelschiene selbst ist nicht besonders lang, hat bezüglich der Position aber für die Foils, die wir verwendet hatten, gut gepasst. Ebenfalls auffällig sind die großen Cutouts hier im Heckbereich, ähnlich wie man das auch von Windsurf Slalomboards kennt. Die Idee ist folgende, dass man also erstens einen scharfen Wasserabriss bekommt, also harte Kanten, dass sich das Board nicht festsaugt und klebt. Und dann eben auch, dass die Fläche hier hinten so ein bisschen reduziert ist, dass man es eben trotzdem anpumpen kann, das Heck reindrücken kann, ohne dass sich das Board jetzt irgendwie nicht reindrücken lässt mit dem Heck oder ja, in irgendeiner Art und Weise dann bremst. Das ist also die Idee hinter diesem Konzept. Ansonsten haben wir hier natürlich im Rail-Bereich die üblichen angesteckten Kanten, diese Bevels, die verhindern sollen, dass das Board sich festklebt, wenn ihr mal ungewollt absetzt. Und letztendlich, wir finden ein interessantes Konzept, wie es fährt. Ihr lest es bald auf der Website. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne unterhalb dieses Videos kommentieren. Und dann sage ich an der Stelle schon mal Tschüss und bis bald. Macht's gut. Ciao.